Habe meine Untersuchung der Droiden der Ebon Hawk abgeschlossen. Die T3-Einheit scheint sich selbst abgeschaltet zu haben. Der Protokoll-Droide leider nicht. Er hat mich eine Stunde lang vollgeplappert und mich über die Anlage, das Personal und so weiter ausgefragt. Aber er wollte sich nützlich machen. Ich habe ihm deshalb was zu tun gegeben, bis sein Meister aufwacht. Er scheint sich mit Verhaltenskernen auszukennen, also die Minendroiden machen Ärger. Ich muss weg. Habe mich mit dem Protokoll-Droiden über den Jedi auf der Krankenstation unterhalten. Ich dachte, die Jedi wären alle geflohen oder im Bürgerkrieg gefallen. Der Droide behauptet, dass sein Meister der einzige Jedi der Galaxis ist und vor fast 10 Jahren in den Mandalorianischen Kriegen gekämpft hat. Das würde bedeuten, dass der Jedi auch unter Revan gedient hat. Und das kann nichts Gutes bedeuten. Jedes Kind weiß, dass alle Jedi, die Revan folgten, der dunklen Seite verfallen sind. War zu beschäftigt, um mich zu melden. Seit der Jedi hier ist, gibt es ständig Unfälle. Die Arbeiter werden langsam unruhig, vor allem Korta. Korta sagt, die Exchange hat ein stattliches Kopfgeld auf Jedi-Ritter ausgesetzt. Er meint, wir könnten ein Vermögen verdienen, wenn wir unseren Ritter auf Nar Shaddaa verkaufen. Die Sicherheitsleute haben die Idee ziemlich schnell abgewürgt. Aber ich glaube nicht, dass Korta und seine Männer so schnell aufgeben. Ich habe mit dem Protokoll-Droiden des Jedi über die Situation gesprochen. Er scheint um die Sicherheit seines Meisters besorgt zu sein. Ich habe ihm gesagt, dass Korta niemals... Der Wartungscheck der Droiden hat nichts gebracht. Außer, dass jetzt noch mehr Unfälle passieren. Die Sicherheitsleute haben mich wegen der Droiden verhört. Tja, meine Antworten haben ihnen nicht gefallen. Ich verstehe das nicht. Das sind keine Kampfmodelle. Die dürften gar nicht wissen, wie man kämpft. Was, wenn jemand die Probleme mit den Minendroiden provoziert hat, um eine Wartung zu erzwingen? Vielleicht wurden sie ja erst dort manipuliert. Ich glaube, die Sicherheitsleute haben recht. Irgendwer will diese Einrichtung sabotieren. Und zwar mit den Droiden. Aber warum? Als mir der Doc-Offizier erzählte, dass die Droiden die Ebon Hawk reparieren, habe ich ein Spracherkennungssystem in die Droidenkonsole eingebaut. Irgendwer hat ihnen befohlen, den Frachter zu reparieren. Aber der Befehl ist nirgends protokolliert. Wenn das nochmal jemand versucht, dann nur mit meinem Segen. Ohne meinen Code kann niemand mehr auf die Hauptfunktion des Systems zugreifen.
Begrüßung. Ich bin hocherfreut, Sie intakt wiederzusehen, Meister. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Vortrag. Oh ja, Meister. Das waren seine letzten Worte. 5 Droiden schweißen sich durch die äußere Tür. Sie wollen hier rein. Ah! Ergänzung. Seine restlichen... Widerspruch. Stolze Antwort. Meister, ich glaube, mein Vokabulator arbeitet präzise genug, um Ihrer Bitte nachzukommen. Vortrag. Wartungszentrale, Spracherkennung R1B5. So, war das ausreichend, Meister? Verwirrte Erkundigung. Verzeihen Sie, Meister. Wartungszentrale, Spracherkennung R1B5. Na endlich. Ich habe dein Signal verloren, als du die Schächte verlassen hast. Jetzt ist der Empfang okay. Allerdings empfange ich dein Signal von der Oberfläche des Asteroiden. Das kann aber nicht sein. Hä? Was machst du denn da draußen? Du bist verrückt. Sogar für einen Jedi. Du musst da verschwinden. Schnell! Die Reste des Lüftungssystems der Anlage wurden aktiviert. Vermutlich durch die Explosionen in den Schächten. Das System pumpt den Treibstoff von Peragus durch die Schächte ins All. In deine Richtung. Das ist es ja. Sie dürften gar nicht aktiviert werden, wenn die Luftschleuse offen ist. Und ohne die Sicherheitsmaßnahmen schon gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Lüftungssysteme gezielt umprogrammiert wurden. Und zwar vor ein paar Minuten. Man könnte meinen... Was ist jetzt? Das gibt's doch nicht. Da kommt ein Schiff und sendet einen Undock-Code. Das gefällt mir gar nicht. Thank you.
Thank you.
Ich hätte es fast nicht mehr aus dem Schlafbereich geschafft, Sie Murglak. Musste das denn so knapp sein? Ja, eine bedauerliche Fehlkalkulation meinerseits. Ich melde mich bei Ihnen, weil ich eine Übertragung von dieser Ebene empfange. Waren Sie das? Nein, Sie versuchen das alte Relais-System zu benutzen, um ein Notsignal abzusetzen. Die wissen wohl nicht, was los ist. Hey, dieser Turbolift ist gesperrt. Versuchen Sie es nochmal mit dem Code. Und keine Sorge wegen der Minenarbeiter. Bis Hilfe kommt, sind wir längst auf Nasha da. Oh, die werden die Schlafräume nicht verlassen. Die Explosion hat die Lüftungssysteme beschädigt. Die Abgasrohre wurden zerstört. Was? Das wird sie alle umbringen. Nicht alle. Aber ich schicke Ihnen gerade ein paar Minendroiden, um das Problem zu beseitigen. Carter, dieser Turbolift ist gesperrt. Der Code funktioniert nicht. Versuchen Sie es weiter. Sie... Warum tun Sie das? Warum ich? Sie? Um Sie ging es nie. Ich interessiere mich nur für die Jedi. Aber Sie mussten ja alles ruinieren. Sie wollten ihr wehtun. Tja, und das kann ich leider nicht zulassen. Feststellung. Sie sind ein Risiko, Carter. Sie sind impulsiv, grob und so gut wie tot. Spöttische Frage. Carter? Carter, sind Sie schon tot? Selbstgefällige Feststellung. Ich vergaß wohl zu erwähnen, dass ich die Codes der Turbolifte geändert habe. Thank you.
Mein Name ist Tredo, sobre Barakto Drun. Krische Mentru, Grebava no Flangtur, na Saganinch. Der Rintur unter Wakere, Kue, Wapa Territana, Chingaradana. Ferra Rampada no, der Brinktada. Relibe Kurunto, so mele, Grima Konkurre, Gimbasa. Rechu Kontrada. Der Rintur unter Wakere, Kue, Wapa Territana, Chingaradana. Mein Name ist Tredo, sobre Barakto Drun. Krische Mentru, Grebava no Flangtur, na Saganinch. Grabawe no Ku, se debate bate. Tarawinch to. Der Rintur unter Wakere, Kue, Wapa Territana, Chingaradana. Ferra Rampada. Fedra to rampada nu rinca nel comercio c'è la fibo non lo turu ca vorrei care manama treto sobre baracto drun crisce mentru gre bavano flang turu na saganinch grava we no cu se da bate bate trawinch to so potuto nel lieb gran patata trawinch to busuto nel lieb gran patata tele ronda nana nin tolu grade tira der vinto runto wa cavere que wa patera tan an chingra adana fera rampada nu da brinta nel comercio c'è la fibo non botat do sene caramala blu rinse denara mel vrebe cin cin cran dactada Pedro to rampada nu rinca nel comercio c'è la fibo non lo turu ca vorrei care papa nella rancinga tutto orere se ne sentin in the session tranda un lontro snena what is it on the june se ne sentin drawice ca nel comercio c'è la fibo non lo Ihr hattet schon immer zu große Ohren, Cien. Na los, wenn der Wartungsoffizier die Explosion übersteht, sind die Schlafquartiere bald überfüllt. Schaltet das verdammte Datapad aus und werft es in den Müll. Wir haben es in die Schlafräume geschafft und müssen hier sicher sein. Wir versuchen mit dem Holotransmitter die Verwaltungsebene zu erreichen, um die Abschaltung zu beenden. Aber die Verwaltungskonsole wurde vom Hauptsystem getrennt. Alle denken, dass wir so schnell wie möglich von hier verschwinden sollten. Aber von innen lässt sich der Kojentrakt unmöglich öffnen. Ich werde weiterhin Notsignale absetzen. Wir suchen einen Weg, die Abschaltung zu umgehen und in unseren Hangar zu kommen. Aber bisher hatten wir damit kein Glück. Die Lage ist ernster, als wir dachten. Selbst wenn wir hier rauskommen, können wir in Notfällen die Energiefelder des Treibstoffdepots nicht schließen. Dann kommen wir hier nur weg, wenn ein Schiff andockt. Aber die einzige Verbindung zum Dockmodul ist auf der Verwaltungsebene. Und zum Landungsdeck kommen wir nicht, solange wir hier festsitzen. Hoffentlich hat jemand die Explosion in den Minenschächten überlebt. Wenn nicht, sitzen wir hier fest, bis unser Notsignal ein Schiff erreicht. Oder ein Frachter von Telos. Ich konnte den Holotransmitter als Relay benutzen, um kurze Notsignale abzusetzen. Mit etwas Glück kommen sie auch durch das Asteroidenfeld. Wir haben das Notsignal auf automatische Wiederholung gestellt und schicken den Code verschlüsselt zu den Turboliften, damit unsere Retter auch hier runterkommen, wenn sie die Station erreichen. Ohne die Codes für den Turbolift kommen unsere Retter von der Verwaltungsebene hier nicht runter. Und ohne diese Codes kommen wir auch nicht zur Verwaltungsebene, selbst wenn wir einen Weg hier rausfinden. Die Nachrichten sind nur kurze Notsignale, da die Signalstärke sehr schwach ist. Wenn also nicht zufällig ein Schiff nach Signalen sucht, kann es eine Weile dauern, bis unsere Nachricht irgendwo empfangen wird. Andererseits, wer sollte denn hier draußen die Frequenzen stören und Ärger machen? Worüber wollen Sie mit mir reden? Ich muss mich anziehen und in einer Stunde auf dem Asteroiden 3219K sein. Also schnell! Ich hörte, dass Sie Pläne mit der Jedi hatten. Sie wollten sie der Exchange verkaufen. Ja, aber der Sicherheitsdienst hat schon alles gesagt, oder? Hier wird niemand an irgendjemanden verkauft. Ach was. Ich habe die Logdateien gesehen, auf die Sie zugegriffen haben. Vielleicht finden wir ja raus, wie wir uns einigen können. Es ist egal, was wir herausfinden, denn wir werden keinen Hypersprung machen, bevor der Rest der Republik da ist. Wenn Sie wissen, wie wir hier wegkommen, kann ich unsere Spuren verwischen. Und dafür sorgen, dass die Republik nichts von unserer Gegenwart erfährt. Ich kenne vielleicht jemanden. Einen Spezialisten dieses Systems. Er wird Details wissen wollen, aber ich kann den Transport arrangieren. Ich habe die Logdateien gesehen. Ich weiß, dass Sie ihn längst gefragt haben. Sobald er zustimmt, kümmere ich mich um alles Weitere. Und was denn zum Beispiel? Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich bei Ihnen. Over and out. Seit wann hat der Wartungsoffizier Hörner?
Ich habe eine Störung gespürt. Unser Feind ist hier. Wir müssen sofort aufbrechen. Der Feind, der die Ebon Hawk beschossen hat, als wir euch retten wollten. Er wird uns nicht ohne Blutvergießen ziehen lassen. Das ist eine lange Geschichte und wir haben keine Zeit. Kommt, wir müssen gehen, schnell. Wir müssen uns zum Dock auf dieser Ebene durchschlagen. Ich fürchte, die Luftschleuse wurde bereits geöffnet. Wir müssen aufpassen. Wenn wir die Ebon Hawk nicht erreichen können, müssen wir mit dem Schiff entkommen, das hier angelegt hat. Was ist hier los? Wer ist das? Noch ein Jedi? Habt ihr euch heimlich vermehrt, als ich nicht hingesehen habe? Okay. Ich schätze, auf dem Schiff, das eben angedockt hat, sind keine Freunde von euch, oder? Ich hoffe, eure Vorliebe zu untertreiben wird von euren Schießkünsten mit einem Blaster kompensiert. Andernfalls wird unsere gemeinsame Zeit von kurzer Dauer sein. Ja. Im Weglaufen und Saufen bin ich übrigens auch spitze, Eure Majestät. Auch wenn ihr beide keine Freunde der Republik seid. Wir kommen hier nur mit diesem Kriegsschiff weg. Gut, dass der Weg zum Schiff frei ist. Drohung. Ich habe mich wohl unklar ausgedrückt, Meister.
Ich hatte vorgeschlagen, Sie schalten sich ab, bleiben hier und warten auf Ihre Rettung. Korrektur. Ich bin nicht Ihr Wörterbuchmeister. Deshalb weise ich Sie lediglich darauf hin, dass Sie sich irren. Genau wie die Minenarbeiter sich irrten. Entrüstete Antwort. Meister, die Minenarbeiter wollten Ihnen Böses. Das konnte ich nicht zulassen. Ich musste eine Terminierung der Aggressoren erreichen. Nachdem die Minendruiden darauf programmiert waren, alle Organiker abzutragen, fingen sie an, die Arbeiter zu töten. Eine Reihe perfekt berechneter Explosionen trieb die Arbeiter dann in die Schlafräume. Dort konnte ich sie alle gleichzeitig töten, ohne sie erst durch die Tunnel jagen zu müssen. Anschließend verabreichte ich den übrigen Arbeitern eine hohe Dosis Schlafmittel. Eine tödliche Dosis, versteht sich. Und das alles, während sie friedlich schliefen. Allerdings sind sie trotz meiner Berechnungen zu früh aufgewacht. Die Unannehmlichkeiten, die wir deshalb erleiden mussten, beschämen mich zutiefst. Antwort. Sie verstehen mich nicht, Meister. Diese Druiden haben Sie beschützt. Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass Sie aufwachen. Für einen Jedi sind Sie äußerst robust. Sozusagen ein menschlicher Ronto, wenn Sie den Ausdruck erlauben. Außerdem haben Sie hinreichend bewiesen, dass derartige Druiden für einen Jedi keine Gefahr darstellen. Die Druiden waren eine Vorhut. Sie sollten die Einrichtung von anderen Ablenkungen säubern. Antwort. Ich bin nicht darauf programmiert, die Motivation meiner Kunden zu hinterfragen, Meister. Jedenfalls werde ich für meine Dienste angemessen entschädigt. Es war übrigens sehr schwer, sie zu finden. Seit dem Ende der Mandalorianischen Kriege streifen sie nun schon durch die Galaxis, ohne nennenswerte Spuren zu hinterlassen. Mir scheint, sie wollten nicht gefunden werden, weder von Jägern wie mir, noch vom Jedi-Orden. Belehrende Antwort. Meister, meine Programmierung verbietet mir, die Identität meines Kunden preiszugeben. Allerdings kann ich guten Gewissens sagen, dass mein Kunde sehr wohlhabend und am Kauf des letzten Jedi interessiert ist. Geständnis. Das war reiner Zufall, Meister. Ich war Protokolldruide auf der Harbinger, als sie ihre Reise auf dem Schiff antraten. Danach musste ich nur noch die Harbinger sabotieren und ihren Abtransport organisieren. Verärgerte Aussage. Aber dann ist die Ebon Hawk aufgetaucht und hat uns beide aus dem Wrack des Schiffs geborgen. Ich war gezwungen, einige Neukalkulationen durchzuführen, die unsere aktuelle Situation bedingt haben. Resignation. Also gut, Meister. Wenn Schmerz die einzige Möglichkeit ist, Sie zu überzeugen, bleibt mir wohl keine andere Wahl.
Sag an. Sag Bescheid. Optimale Präzisionsrate erreicht. Optimale Präzisionsrate erreicht. Stimmt. Runter, alle! Systeme werden abgeschaltet, Meister. Sag einfach Bescheid. Etwas stimmt nicht. Ich spüre niemanden an Bord. Ihr spürt niemanden an Bord? Spürt ihr vielleicht irgendwelche Killer-Droiden wie beim letzten Mal? Alle hier wurden getötet. Doch es gibt kaum Anzeichen eines Kampfes, keine Einschusslöcher. Hier waren ganz besondere Killer am Werk. Was machen wir denn auf diesem Schiff? Wir müssen zurück in die Anlage. Ihr wollt Jedi sein? Ihr seid die beiden schlechtesten Jedi, die ich kenne. Wenn die Killermaschine recht hat, kommen wir nicht bis zum Hangar. Ruhe. Ich muss nachdenken. Ich will ja nicht schwarz malen. Aber was haben wir denn davon, wenn wir das Schiff erreichen, mit dem ihr gekommen seid? Ohne Orbitalkarten kommen wir nie durch das Asteroidenfeld. Es sei denn, ihr wollt da draußen ein paar Asteroiden rammen. Weil sie die Karten natürlich in ihrem Computer haben. Das ist die einzige Möglichkeit. Okay, wir müssen zur Brücke. Ich meine, das dürfte wohl unser größtes Problem sein. Guter Plan. Fürs Erste. Gehen wir. Unsere Feinde sammeln sich, während wir hier warten. Okay, aber glaub mir, das nimmt kein gutes Ende. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Ja!
wurden von Onderon an den Outer Rim verlegt. Da draußen gibt es einfach nicht genügend Schiffe. Außerdem haben wir ohnehin schon Probleme, die Gebiete unter unserer Verwaltung zu überwachen. Ich fürchte, wir werden alles verlieren. Es gibt einfach nicht genügend Schiffe und das Gebiet ist viel zu groß. Wir haben uns noch immer nicht vom Krieg mit Malak erholt. Manchmal frage ich mich, ob wir uns jemals erholen werden. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Befehle. Die Republik hat dieser Mission höchste Priorität zugewiesen. Die Probleme auf Onderon müssen wohl warten. Wir haben die Passagiere im Outer Rim aufgesammelt und Quartiere für sie bereitgestellt. Als sie an Bord waren, haben wir Kurs auf Telos genommen. Wir gehen davon aus, dass wir innerhalb von 10 Standardtagen dort ankommen werden, wenn alles nach Plan läuft. Ich habe Befehl, der Passagieren keine Sonderbehandlung zukommen zu lassen und nicht über ihre Identität zu sprechen. Es passt mir zwar nicht, dass die Harbinger zu einem Passagierschiff umfunktioniert wird, aber meine Befehle sind eindeutig. Wer auch immer diese Frau ist, sie hat Diplomatenstatus. Aber ich glaube, das weiß sie selbst nicht. Wir haben ein Notsignal geortet und warten auf die Freigabe der Republik, der Sache nachzugehen. Außerdem haben wir der Republik die ID-Signatur des Schiffs geschickt. Der Nachricht nach wird es von Sith verfolgt. In unserer Datenbank haben wir das Schiff nicht gefunden. Aber wenn ich von der Art des Notsignals ausgehe, könnte es ein Frachter sein. Aber genau wissen wir das erst, wenn wir ankommen. Dann sehen wir auch, ob das Signal eine Falle war. Wir wollten mit Ihnen darüber reden, bevor wir unseren Kurs ändern, Sir. Offensichtlich wurde in diesem Sektor gekämpft. Wir haben ein Notsignal abgefangen. Sie können Ihren Kurs ändern, Captain. Falls sich Sis in der Region aufhalten, erwarte ich, dass Sie der Sache nachgehen. Die ID-Signatur des Frachters. Wurde sie bestätigt? Ja, Sir. Das Schiff ist nicht in unserer Datenbank. Deshalb haben wir die Kennung an Sie übermittelt. Konnten Sie das Schiff identifizieren? Ja, Captain. Wenn Sie eine Spur von dem Schiff oder das Wrack finden, bergen Sie es. Ja, Sir. Wenn Sie den Sektor untersucht haben, fliegen Sie mit der Passagierin nach Telos. Es ist sehr wichtig, dass sie Telos erreicht. Ja, Sir. Ich sorge dafür, dass sie heil ankommt. Gute Jagd, Captain. Admiral Onasi, Ende. Manchmal frage ich mich wirklich, ob die rechte Hand der Republik weiß, was die linke gerade macht. Nee, sagt man mir was. Erkundigung. Sie haben mich gerufen, Captain? Ja. Sehen Sie noch einmal nach der Passagierin. Vielleicht braucht sie irgendwas. Aber unauffällig bitte. Ihre Sicherheit hat höchste Priorität. Feststellung. Ich werde äußerste Diskretion wahren, Captain. Wie immer ist es mir eine Freude, Ihnen zu dienen.